Genau, hallo, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Wie gesagt, mein Name ist David Lohner und ich bin Doktorand an diesem genannten Institut und beschäftige mich also damit, dass ich quasi Wissen zusammenhalte und hoffentlich irgendwann dann in Form einer Doktorarbeit wieder präsentieren kann. Ja, und das ist ja tagtäglich Brot unseres, also von uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass wir Wissen nehmen, rekombinieren und dann wieder publizieren. Das heißt, wir müssen eigentlich alles das, was wir lesen, was wir nachdenken, auch irgendwann mal festhalten und eben Notizen schreiben. Denn ich glaube, niemandes Gedächtnis ist so gut, dass wir wirklich alles das behalten, was wir lesen können. Ja, also das sprichwörtliche Elefantengedächtnis hat, glaube ich, leider niemand von uns. Wir haben Leute aus allen möglichen Wissenschaftsbereichen hier und sowohl Studierende als auch Nichtstudierende, was mich sehr freut, denn das Thema Notizhaltung, finde ich, geht alle, die irgendwie mit Wissen umgehen und mit Wissen arbeiten, etwas an. Und das bringt mich zur nächsten Frage, nämlich wer denn den Blogbeitrag, den ich zu dem Thema schon verfasst habe, der auch in der Ankündigung zu dieser Coffee Lecture im Vorfeld genannt wurde als Lektüreempfehlung, wer hat denn den gelesen? Da würde ich vielleicht einmal bitten, die Reaktion Hand heben zu machen, so wie ich das hier gerade mache mit der Hand hier oben im Bild, wenn das alle richtig sehen. Okay, einige haben das gelesen. Gut, letzten Endes, also selbst wenn Sie es oder ihr es nicht gelesen habt, ist es nicht dramatisch. Denn letzten Endes habe ich in diesem Blogbeitrag so ein bisschen meinen Weg beschrieben, wie ich zu dem System gekommen bin, was ich heute vorstellen möchte, wie ich meine Notizen schreibe. Das heißt, ich möchte zuerst darüber sprechen, was ist denn meine Motivation überhaupt, Notizen in dieser Art und Weise festzuhalten. Für welches technische Format habe ich mich dann entschieden? Denn gerade wenn wir über digitale Notizhaltung sprechen, ist das natürlich eine Frage, die man auf gar keinen Fall außen vor lassen darf. Als drittes werde ich dann hier quasi meinen Bildschirm freigeben und einmal dieses Tool, mit dem ich arbeite, tatsächlich demonstrieren und zeigen. Und ganz zum Schluss können wir noch ein paar Gedanken, spinnen zum Thema, wohin könnte das denn idealerweise führen? Da habe ich auch eine Lektüreempfehlung, Buchempfehlung tatsächlich, für alle, die sich da weiter mit beschäftigen müssen. Fangen wir also mit dem ersten Teil an, mit im Grunde diesem Blogpost mit der Motivation. Also ich habe schon gesagt, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Hochschulbetrieb oder als Studierende, wir müssen natürlich unser Wissen irgendwie organisieren. Und die erste Frage, wenn man dann sich Notizen machen möchte, ist, nehme ich einen Stift oder nehme ich den Computer und tippe das alles? Oder nehme ich so einen digitalen Stift und mache das auf einem Tablet-PC. Und da gab es 2014 eine schöne Studie, die hieß The Pen is Mightier than the Keyboard, die nahelegte, dass es sinnvoller sei, sich Notizen von Hand zu machen. Die Argumentationsweise war in etwa, ich gebe das nur ganz grob wieder, von der Hand in den Kopf. Ja, also was wir wirklich motorisch schreiben, verankert sich besser im Gedächtnis. Die Studie hatte allerdings methodisch massive Schwächen, da Studierende einfach willkürlich in diese beiden Experimentalgruppen eingeteilt wurden, sodass ja, die Aussage eigentlich ja, beinahe schon nichtig geworden ist. Denn es kommt ja auch darauf an, wie firm ist jemand mit bestimmten Technologien, wie sehr geht das auf Gewohnheiten ein oder auch nicht. Ja? Werde ich jetzt gezwungen, innerhalb dieser Studie von Hand zu schreiben, obwohl ich das vielleicht nie gemacht habe? Oder andersrum, muss ich auf einmal den Laptop verwenden und alles tippen, obwohl ich vielleicht gar nicht 10 Finger schreiben kann oder überhaupt viel lieber gerne mit dem Stift schreibe. Ja, und Stefan Auflanger hat dann in 2020 eine andere Studie durchgeführt, die so in die ähnliche Richtung geht, aber aus der sich dann immer noch nicht perfekt ableiten lässt, was denn tatsächlich besser ist, ob Stift oder digital. Die Studie heißt handschriftliche versus digitale Mitschriften in akademischen Vorlesungen. Also das ist auch schon ganz eingeengt auf genau diesen Betrieb, in dem wir hier zugange sind. Hochschule und Studium. Sind auf jeden Fall zwei lesenswerte Studien, ne, wie gesagt, Stefan Auflanger und Müller und Oppenheimer war das 2004. Und das waren alles so Gründe und Dinge, die ich mit einfließen habe lassen in meine Suche nach dem perfekten Notizsystem, wenn man so möchte. Ich habe sehr viele Systeme ausprobiert über die letzten Jahre. Das ist alles, wie gesagt, in diesem Blogpost beschrieben. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass meine Notizen im Grunde verschiedene Anforderungen erfüllen müssen. Nämlich einerseits müssen sie möglichst transportabel sein. Das heißt, sie sollten kleine Dateigrößen haben, sie sollten auf allen Geräten funktionieren, also lesbar und auch im Idealfall editierbar sein. Und genau das, sie müssen auf allen Geräten irgendwie verfügbar sein. Das heißt, ich muss sie auch noch irgendwo im Idealfall dann online speichern, um sie von überall abrufen zu können. So bin ich bei
einer Auszeichnungssprache gelandet, die sich Markdown nennt. Markdown ist im Grunde nichts anderes als reiner Text. Also es ist nicht Word, es ist nicht Evernote oder irgendwelche anderen Produkte, sondern es ist reiner Text, das sich mit jedem Notepad, mit jedem Texteditor schreiben lässt. Und ähnlich wie zum Beispiel bei HTML, also bei Hypertext für Webseiten, zeichnet man in Markdown bestimmte Textformatierungen durch bestimmte Sonderzeichen aus. Das würde ich einmal ganz kurz demonstrieren und dazu meinen Bildschirm freigeben. Ich hoffe, das funktioniert alles korrekt. Bildschirm freigeben. Das ist einmal mein, genau, das ist der Blogpost. Und das Fenster mache ich einmal zu für einen Moment. Das hier ist Markdown im Grunde. Also ich habe jetzt hier ein Fenster, in dem man zwei Spalten sieht. Auf der linken Seite kann ich schreiben. Und auf der rechten Seite sehe ich dann die Vorschauansicht. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, zwischen einem Editiermodus und einem Vorschaumodus zu unterscheiden. Und wenn ich jetzt hier eine Überschrift schreiben möchte, dann kann ich die durch eine Raute kennzeichnen. Und dann wäre das die Überschrift 1. Wenn ich zwei Rauten nehme, bekomme ich eine Überschrift 2. Ne? Und so lässt sich das fortführen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn man so möchte. Wenn ich dann natürlich weiteren Text schreibe, dann, ich schreibe mal was ein bisschen Schöneres, das hier. Dann erscheint das auch als ganz normaler Text. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, wichtige Dinge hervorheben, indem ich entweder bestimmte Textpassagen durch zwei Sterne, also durch zwei Sonderzeichen markiere, oder auch nur durch eines, wie zum Beispiel also mit einem Stern. Das wäre dann kursiv, geht mit einem Stern. Ihr seht, Sie sehen, ich habe das nicht groß vorbereitet, weil das einfach so von der Hand geht. Und ich kann auch für die, die das möchten, farbige Hervorhebungen machen mit zwei Ist-Gleichzeichen an der Stelle. Ja, und in der Vorschauversion taucht mir das dann gleich auch farbig hervor. Das ist jetzt hier relativ blassgelb. Man kann diese Software, auf die ich gleich nochmal eingehe, auch ganz, ganz stark individualisieren und das tatsächlich an seine eigenen Vorlieben anpassen. Was jetzt tatsächlich sehr attraktiv ist in dieser Software ist, dass ich natürlich Notizen auch irgendwie verschlagworten und sortieren und ordnen möchte. Und was mir diese Software, ich gehe wie gesagt gleich darauf ein, was das ist, erlaubt, ist, dass ich mich davon verabschieden kann, in physischen Ablageordnern denken zu müssen. Das heißt, sehr viele Programme auch, also Software, arbeitet ja mit dem Konzept eines Notizbuches. Das heißt, ich habe Notizen zu einem bestimmten Thema an einem Ort gespeichert. Sei das ein Ordner auf meiner Festplatte oder ein digitales Notizbuch in einer App auf meinem Smartphone. Es ist immer im Grunde dasselbe Bild von einem Stapel Papier auf meinem Schreibtisch, nur eben im Digitalen. Mit einer Verschlagwortung, wie wir das zum Beispiel von Literaturverwaltungsprogrammen kennen, habe ich die Möglichkeit, eine Notiz zu verschiedenen Themenbereichen zuzuordnen. Und solche Tags kann ich in dieser Software setzen, indem ich eine Raute ohne ein Leerzeichen vor einen Begriff setze. Das heißt, das wäre jetzt Thema 1. Erscheint dann in der Vorschauversion auch so, dass ich das anklicken kann und dann nach diesem Tag suchen kann. Und entsprechend kann ich verschiedene Tags in meine Notizen packen und so das Ganze auch später sortieren. Das eigentlich Verrückte und das eigentlich Coole an dieser Software, und jetzt sage ich, wie sie heißt, weil ab da wird es interessant, weil das eben nicht alle können. Die Software heißt Obsidian. Ich kann auch ganz kurz einmal die Webseite zeigen. Man kann die sich runterladen, gratis auf obsidian.md für Markdown. Es ist offiziell im Moment noch in der Beta-Version. Die Entwickler sind quasi auf Steroiden. Es gibt jede Woche Updates, teilweise mit wirklich coolen neuen Features. Es ist für den Privatgebrauch kostenfrei. Man kann verschiedene Preismodelle wahrnehmen. Also entweder kann man sagen, ich möchte meine Notizen dann in dem Online-Service dieses Anbieters hosten, dann zahle ich eine monatliche Gebühr. Ich kann auch aus gutem Willen sagen, ich zahle einen einmaligen Betrag und bekomme dafür dann zum Beispiel die Insider-Updates, also die Beta-Versionen vorab noch. Oder man nutzt sie eben einfach kostenfrei. Die Software gibt es für alle großen Plattformen auf dem Desktop. Mobile Apps kommen noch. Aber, und das ist genau der Punkt einer meiner Anforderungen an meine Notizen, dadurch, dass es Markdown-Notizen sind, kann ich die ja in jedem Texteditor öffnen. Und Texteditoren gibt es ja nun wirklich wie Sand am Meer, und zwar für alle Plattformen, sei es mobile Betriebssysteme oder seien es Desktop-Betriebssysteme. Und in Obsidian kann ich dann eben nicht nur Notizen verschlagworten, sondern ich kann auch Links setzen zu anderen Notizen. Das heißt, diese Notiz heißt jetzt Test.
so habe ich die einfach genannt, für Demonstrationszwecke, wenn ich eine neue Notiz machen möchte, zum Beispiel zum Thema, keine Ahnung, die KI, zum Thema KIT-Bibliothek, dann kann ich diesen Begriff einfach hinschreiben, markieren und mit zwei eckigen Klammern einrahmen. Und dann wird dieser Begriff zu einem Link zu einer neuen Notiz. Und was ich jetzt in meinem Vorschau-Editor sehe, ist, dass wenn ich mit der Maus rüberfahre, sagt mir die Software, Moment, diese Notiz ist noch nicht erstellt. Aber wenn ich draufklicke, dann wird mir das angezeigt. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, komme ich in diese Notiz und kann die bearbeiten. Ich habe jetzt diese beiden Fensterteile miteinander verknüpft, sodass ich immer auf der einen Seite sehe, was ich auf der anderen geschrieben habe. Wenn ich sage, die KIT-Bibliothek bietet Coffee-Lectures an, richtig tippen sollte man können. Dann habe ich jetzt hier eine Notiz zur KIT-Bibliothek. Jetzt könnte ich sagen, die Coffee-Lectures sind interessant, dazu muss ich mir auch eine eigene Notiz machen. Fasse ich das wieder in eigene Klammern und so weiter und so fort. Jetzt kann ich diese verschiedenen Notizen mir visualisieren lassen. Und das ist tatsächlich die Stärke dieser Software. Ich kann mir die Notizen und vor allem die Verlinkungen dazwischen anzeigen lassen. Dazu gibt es hier einen kleinen Button. Ich kann den auch mit einem Keyboard-Shortcut aufrufen. Aber ich kann einen sogenannten Graph-View öffnen. Und dann sehe ich meine Notizen, alle, die ich bereits gemacht habe, nämlich die Notiz zur KIT-Bibliothek und die Notiz-Test, wie sie miteinander verbunden sind. Und was ich hier sehe, ist, es gibt eine weitere Notiz, die verlinkt ist, die aber noch nicht besteht. Deshalb ist sie hier leicht ausgegraut. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte in diesen Notizen bestimmte Begriffe weiter verlinken, dann kann ich das ganz einfach machen, indem ich all diese Schlagworte nehme. Man sollte auch im Editiermodus editieren und nicht im anderen Modus. Dann kann ich diese verschiedenen Links hier setzen. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Zurücklink gesetzt, aber auch die kann ich mir anzeigen lassen, indem ich hier einen Graphen habe oder dann hier mir anzeigen lasse, welche Notizen auf diese Notiz verweisen. Das heißt, ich kann mir so nach und nach ein gigantisches Netzwerk an Notizen einblenden lassen, die ich eben mit dieser schönen Ansicht mir anzeigen lassen kann. Das heißt, weitergedacht kann ich für den akademischen Einsatzzweck hier tatsächlich hergehen und sagen, wir setzen jetzt mal statt KIT-Bibliothek ein besonderes Werk, was ich gelesen habe. Und alle Notizen zu diesem Werk versammeln sich im Kreis um diesen einen zentralen Knotenpunkt. Und je mehr Notizen ich zu diesem Werk verfasse, desto stärker wird quasi dieser Ring um diese eine zentrale Notiz. Und ich kann mir das so visualisieren. Wenn ich dann später andere Bücher lese, die vielleicht sich mit ähnlichen Themen befassen, dann kann ich diese Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, weiter verknüpfen und kann diese Verknüpfung visualisieren. Und das alles, obwohl es eigentlich nur Plaintext-Dateien sind. Und das finde ich extrem attraktiv, um damit zu arbeiten, weil diese Notizen transportabel sind, die sind leichtgewichtig, ich kann sie sehr schön visualisieren und so neue Zusammenhänge erkennen in meinen eigenen Gedanken, die ich im Laufe der Zeit festgehalten habe. Und ich glaube, dass das tatsächlich eigentlich das Kerngeschäft von Wissenschaft ist. Eben bestehendes Wissen mit neuem Wissen clever zu verknüpfen. Und ich finde, dass so ein visuelles Tool wie Obsidian das extrem gut bewerkstelligen kann und uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei extrem gut unterstützen kann, diese Prozesse zu verwirklichen oder zu durchlaufen. Was ich empfehlen kann, ist dieses Buch. Das Zettelkastenprinzip. Zettelkasten ist unmittelbar verlinkt in unserer Kultur mit dem Namen Niklas Luhmann. Der hat das quasi mit berühmt gemacht. Es gibt noch mehr Autorinnen und Autoren, die Zettelkästen geführt haben. Aber das ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Und was hier drin steht, ist eigentlich ein Konzept, was noch vor dem ansetzt, was ich gerade gezeigt habe. Da geht es nämlich gar nicht explizit um die technische Umsetzung eines solchen Zettelkastens, sondern mehr um die Denkweise und das Prinzip. Und das ist das, wo ich gerade dabei bin, für mich selbst auszumachen und zu testen, wie gut ich damit zurechtkomme. Und das ist sicherlich ein Punkt, mit dem wir auch gerne hier nochmal ins Gespräch gehen können. Nämlich, wie ich tatsächlich clevere Notizen verfasse, sodass sie auch in Zukunft nachnutzbar sind, dass mir natürlich all diese Visualisierung auch in einigen Jahren vielleicht noch hilft oder im Verlauf der Entstehung meiner Doktorarbeit. Und
Was Sönke Ahrens, von dem dieses Buch ist, hier beschreibt, ist im Prinzip eine Kategorisierung von Notizen in drei Bereiche. Das erste sind flüchtige Notizen. Das ist alles, was ich mir zwischendurch mal eben aufschreibe. Und diese flüchtigen Notizen sind Notizen, die nicht dauerhaft in meinem System bleiben, sondern die kann ich eigentlich löschen. Das heißt, ich muss mir zur Routine machen, diese flüchtigen Notizen, alles, was ich mir irgendwo irgendwann mal aufgeschrieben habe, muss ich regelmäßig durchgehen und entscheiden, kann das weg oder ist es wert, behalten zu werden. Und dann muss ich diese Notizen natürlich etwas elaborieren, ausformulieren, so dass ich sie auch meinem Zukunfts-Ich zukommen lassen kann und mein Zukunfts-Ich immer noch verstehen und nachvollziehen kann, was ich denn heute mit dieser Notiz gemeint habe. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüsselpunkte, die zumindest in meiner Arbeit wirklich so ein Aha-Moment waren, dass ich Notizen bisher immer so gemacht habe, das waren eben Stichpunktlisten. Und wenn ich mir in 3 Wochen meine Stichpunkte von heute angeschaut habe, wusste ich meistens gar nicht mehr mit anzufangen. Das heißt, wir sollten, oder ich habe für mich herausgefunden, dass ich eigentlich viel mehr Zeit mit meinen Notizen verbringen sollte. Denn wie gesagt, die sind ja eigentlich das Kerngeschäft meiner Arbeit hier als Wissenschaftler. Das ist also die erste Kategorie, flüchtige Notizen. Aus denen entstehen dann, wie schon angedeutet, diese dauerhaften Notizen, die eben mein Wissen, meine Gedanken zu bestimmten gelesenen Werken oder anderen Ressourcen dauerhaft festhalten und die ich untereinander in Bezug setzen kann. Und die dritte Kategorie Notizen sind das, was natürlich ja auch in der Hochschule gang und gäbe ist, sind projektbezogene Notizen, die aber nur für die Dauer des Projekts relevant sind und danach entweder gelöscht oder, da habe ich eine kleine Aversion gegen dieses Löschen, die archiviert werden können nach Abschluss eines Projekts. Und was ich jetzt für mich gemacht habe, ist, ich habe für mich klar gemacht, diese flüchtigen Notizen, die schreibe ich eine tägliche Notiz. Ja, das heißt, ich kann Obsidian mit Plugins erweitern um Funktionalitäten, sodass ich mit wenigen Shortcuts und teilweise auch mit automatisierten Skripten mir Notizen anlegen kann, die schon mit Datum versehen sind, mit Links zum Vortag und zum nächsten Tag, sodass ich auch dann später einfach navigieren kann. Da schreibe ich also alles Flüchtige rein. Und jeden Morgen gehe ich die flüchtigen Notizen, also dieses Journal, dieses Tagesjournal vom Vortag durch. Und entscheide, was möchte ich behalten und was kann vielleicht auch weg. Und daraus verfasse ich dann meine dauerhaften Notizen oder übertrage Dinge in Projektnotizen. Projektnotizen sehen bei mir so aus, dass ich pro Projekt eine Notiz pflege, die immer mehr wächst, sodass tatsächlich alles in einem Dokument ist, dass ich dieses eine Dokument am Ende auch durchsuchen kann. Aber das sind sicherlich Prozesse, die noch nicht 100% zu Ende gedacht sind. Und genau deshalb habe ich heute diese Coffee Lecture angeboten, um letztendlich über diesen Prozess ein bisschen in Austausch zu kommen und mal zu erkunden und zu ergründen, ob andere im Wissenschaftsbetrieb sich mit ähnlichen Fragestellungen auseinandersetzen und da Feedback holen, in Austausch zu treten. Und das wäre genau eben meine Aufforderung oder meine Einladung vielmehr an alle, die jetzt zuhören, dass ich mich sehr, sehr gerne über dieses Thema auch tiefergehend austauschen würde. Sie und ihr erreicht mich natürlich per E-Mail hier am KIT oder auch über meinen Blog oder andere soziale Medien. Auf Twitter zum Beispiel bin ich ganz aktiv unter @DavidLohner. Genau, das wäre es soweit von mir zum Thema, wie schreibe ich denn Notizen, wie komme ich eigentlich vom Schmierzettel zu so einem vernetzten Knowledge Graph, wie ich ihn gezeigt habe. Das war jetzt natürlich in dieser Demo-Version nur sehr überschaubar. Aber man kann sich vorstellen, wenn da mehrere hundert Notizen reinkommen, dann bilden sich dort auf einmal Cluster, die ganz gut visualisieren, was man gedacht hat. Insofern vielen Dank fürs Zuhören.